Was geht ab, Leute? Ich habe mal wieder die originale 30 Jahre alte Trainingsjacke angezogen. Die ist so alt, dass damals Barca sogar noch Kappa als Sponsor hatte. Ein gewisser José Mourinho war damals Co-Trainer unter Louis van Gaal. Und Pep Guardiola, sein späterer Erzfeind bei den El Clasicos, war damals Spieler bei Barca und das sogar unter Mourinho. Richtig nice. Und heute gibt's auch einen ganz besonderen Stadionvlog. Und zwar mein erstes katalanisches Derby. Barca trifft auf Girona FC, Leute. Klingt erstmal so, ja okay, nothing special. Aber ich denke, ihr habt's alle mitbekommen. Girona spielt dieses Jahr eine Wonder Season und sind aktuell noch auf dem zweiten Tabellenplatz. Nur ein Pünktchen hinter Real Madrid. Die haben übrigens gestern Abend gechoked und nur 1-1 gespielt gegen Betis. Auf jeden Fall. Digga, was war das für eine Lache, Alter? Ganz komisch. Auf jeden Fall ein extrem wichtiges Spiel für Barca, denn letzte Woche haben sie auch schon gegen Atletico gespielt. Sie sind jetzt mit dem Punkt gleich. Ich zeige euch gleich nochmal die Tabelle. Ich bin auch schon in Barcelona gelandet. Zeige euch jetzt mal kurz das Hotelzimmer. Hier seht ihr es nochmal. Wir stehen als Vierte da mit 34 Punkten. Genau hinter Atletico, die auch 34 haben. Girona hat 4 Punkte mehr und Real 5 Punkte, aber die haben ein Spiel mehr. Das heißt, wenn wir heute gewinnen, sind wir nur noch 1 Punkt hinter Girona und 2 Punkte hinter Real. Das heißt, der Titelkampf würde extrem spannend bleiben. Come on, vamos. In dem Hotel, wo ich gerade bin, war ich auch schon mal am Anfang der Saison, Leute, weil das liegt am allernächsten zu unserem Übergangsstadion. Sind knapp 900 Meter nur zu Fuß dorthin. Hier ist noch ein Fernseher, Leute, da noch eine Couch. Warte mal, Minibar. Ein Wasser habe ich mir schon gegönnt. Hier müsste, glaube ich, noch die Minibar sein. Oh, Solution, Digga. X ist Solution, oder? Hier haben wir noch hier ein paar Getränke. Und Aussicht blicken wir hier auf die Straße. Es wird auch schon so langsam dunkel, denn in 4 Stunden beginnt auch schon das Spiel. Jetzt zeige ich euch noch kurz das Badezimmer. Okay. Hey, das verdeckt hier mein Visca Barça, Digga. Let's go. Hier haben wir auf jeden Fall Spiegel, Waschbecken, da ist noch Toilette, bodentiefe Dusche auch am Start und sogar noch eine Badewanne. Vielleicht habe ich dafür sogar noch Zeit, da reinzuhüpfen nach dem Spiel, je nachdem, wie meine Laune ist. Okay, dann können wir jetzt eigentlich gehen, Digga. Oh, Bettsprung. Oh. Wenn alles nach Plan läuft und nicht irgendwie morgen Flug oder so ausfällt, werde ich direkt nach Kopenhagen weiterfliegen, Freunde. Denn am Dienstag spielt dort Kopenhagen gegen Galatasaray. Wenn Gala gewinnt, dann sind sie im Achtelfinale der Champions League. Und dann am nächsten Tag, wenn ich irgendwie ein Zug oder so ausfällt, weil ich muss dann von Dänemark nach Dortmund, weil es anders irgendwie nicht geht und dann muss man umsteigen und zusätzlich Zug fahren, ach, voll der Hassel, werde ich dann noch nach Dortmund fahren. 8 Stunden wird das Ganze dauern. Also ich habe hier wirklich jetzt 4 intensive Tage vor mir, aber dafür 3 richtig geile Spiele. So, kommt jetzt mal der Aufzug, Alter. Komm, einmal nach Köln. Ja, danke. Hey, ich habe euch noch gar nicht mein restliches Outfit gezeigt, ne? Elevate-Hose ist am Start und natürlich noch, oh, wo sieht man's? Ja, da die Custom Air Force mit Barca. Zeige ich euch hier jetzt noch den Lobbybereich. Da sind überall so coole Lampen oben, sehr hell. Da hinten ist noch eine Bar. Oh, sogar ein Weihnachtsbaum. Fresh. Okay, ah, noch einer. Geil, Digga. Ja, die Stammzuschauer werden sich an das Hotel erinnern, ne? Hier war ich bei der Saisoneröffnung im neuen Stadion. Oh, Leute, es ist so warm hier in Barcelona. 18 Grad. Boah, der Himmel hat auch eine richtig schöne Farbe. Weil in München hat es ja mega heftig geschneit. Jetzt voll der Kontrast schon wieder, das Wetter. Guckt euch mal bitte das an, Digga. Da, die Farben da hinten. Ah, es kommt gar nicht auf Kamera so rüber. Das ist so richtig rosa, ja doch. Amigo, ¿puedo? Sí. Ah, hola. A la Plaza Catalunya. Wir fahren einfach jetzt erstmal in die Innenstadt, Leute, mit Taxi. Können noch 2 Stunden spazieren und essen und dann geht's auch wieder schon zurück zum Stadion. Die ganze Stadt, Leute, ist hier schon so schön beschmückt. Oh mein Gott. Auch herzlichen Glückwunsch an Eli, der hat heute Geburtstag, Freunde, wo ich das Video aufnehme. 26, wir sind jetzt genau gleich alt. Aber genau in 17 Tagen, am 27. bin ich dann 27, Leute. Alter Mann, ey, Digga, in Bayern bin ich 30. Ja, Leute, ich sehe aus wie 12 ohne Bart. Also, wir laufen jetzt da vorne hin zum Platz, wo die ganzen Tauben sind. Ey, ich bin voll geflasht, Mann, wie geschmückt das hier ist. Diese Straße ist der Wirt, Leute. Genau hier bei Las Ramblas wurde mir mein Reisepass aus der Tasche geklaut. Ich sag's euch ehrlich, Leute, ich habe heute so ein gutes Gefühl. Beim letzten Spiel hat Barca auch schon so geil gezockt gegen Atletico mit unserem Mittelfeld-Zaubertrio. Gündogan, Pedri und Frankie, endlich können sie alle gemeinsam auflaufen. Das schaffen wir. Ganze Straßen hier sind vor allem auch verschieden dekoriert. Denn zum Beispiel in Vereinsfarben blau-rote Kugeln. Da schon wieder. Hier so. Und da sind solche Teile. Das war auch die Haupteinkaufsstraße in Barcelona, der Paseo de Gracia. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe hier auch mal gewohnt, ein paar Monate, Leute, als ich 18 war. Und meine Wohnung war damals auch in einer Nebengasse hier, in dieser Hauptkaie. Boah, Digga, was ein Sonnenuntergang. Boah, sind das für Farben. Heftig, Mann, wie bei König der Löwen. Das war so eine gute Entscheidung, hier noch ein bisschen zu spazieren. Eldos, soll ich dir was mitbringen zu Weihnachten? Ich finde es immer wieder faszinierend, dass diese ganzen Läden hier gefühlt in solchen kleinen Palästen sich befinden. Ich habe jetzt mal nach Pasta gesucht und anscheinend soll hier die Machina Pasta Bar ganz krass sein mit fast 5000 Bewertungen.
Gestern Nacht habe ich mal wieder MW3 Multiplayer gezockt und ich habe über 100 Kills gemacht, Leute. Da seht ihr meinen Gamertag Impact Barca. Aber ich sag's euch, ich merke, ich werde einfach alt. Ich konnte 3 Stunden lang nach dem Zocken nicht einschlafen, weil ich so auf Sendung war. Digga, früher habe ich Double Nuclears am Stück gedroppt und bin nach 2 Minuten eingepennt, wenn ich offline gegangen bin. Ich bin in Disbelief. Hier ist einfach ein Roboter, bei dem man so seine Bestellungen und so aufnehmen kann. Der fragt auch einen nach dem Feedback, wie man hier den Laden findet. Auf jeden Fall gibt's hier eine Rutsche für Kinder. Boah, das hätte ich ja sehr gefeiert als kleines Kind. Oha, wie cool. Hier ist sogar ein Barca-Fanshop. In dem war ich noch nie, in dem Bottega-Store. Ui, da ist ja schon die Weihnachtskollektion, Leute. Oh, Digga, muss ich mir eigentlich so eine Mütze gönnen, ne? Aber heute wird's halt viel zu warm, ne, für eine Mütze. Jean-Felix, oh, Digga, der hat uns auch so gerettet. Ich hab so gefeiert, dass er gegen Atletico getroffen hat. Da kann man sogar einen Barca-Adventskalender kaufen, wo man so selber Sachen reintun kann. Hier noch ein paar Figuren, Leute. Lewandowski, wilde Toilette. Parfüm von Barca gibt's auch. Ja, Digga, die haben ja voll viel erneuert. Das finde ich nice, so auf Retro auch angelehnt. Kaufe ich mir den jetzt oder nicht? Ja, ich habe jetzt keine Lust, mit der Tüte im Stadion rumzulaufen. Nächstes Mal. Schauen wir mal, was jetzt hier die 5000 Bewertungen drauf haben. Frische Pasta. Der Laden erinnert mich so ein bisschen an Vapiano. Man kann hier den Köchen direkt zuschauen, sucht die ganzen verschiedenen Nudelarten aus, Soßen etc. Von denen ist auch eigentlich ganz cool dekoriert. Hier ist so ein altes Motorrad noch an der Wand. Und auch die Möbel alles so alt gehalten. Ah, Digga, oh. Ja, Nummer 13, Alter. Ist das heute unser Pechtag, oder was? Das war ja zu krass, Freunde, wie Bayern gestern 5-1 gegen Frankfurt verloren hat. Aber sie haben Glück, denn Stuttgart und Leverkusen haben sich nur 1-1 getrennt. Das heißt, Bayern 04 bleibt 4 Punkte vorne, aber mit einem Spiel mehr. Also alles immer noch sehr, sehr eng. Aha. Duftet schon mal sehr gut. Auf euch und auf den Barca-Sieg. Also dafür, dass es so Fastfood-mäßig ist, gebe ich eine 7,5. Das ganze Stück hier ist Katalonien und Girona liegt 80 Kilometer von Barca entfernt. Es sind auch gerade 2 Spieler von uns an die ausgeliehen, Pablo Torre und Eric Garcia. Aber auch andersrum haben wir von denen einen weggeschnappt, und zwar Oriol Romeo im Sommer. Ich habe eine geile Idee bekommen, wo wir noch hinfahren können, weil wir haben sowieso noch länger Zeit. Hola, buenas tardes. Wir gehen jetzt nämlich ins W-Hotel, ganz nach oben. Dort ist nämlich eine geile Rooftop-Bar. Da leuchtet sogar Licht. Da gönnen wir uns noch einen kleinen Kaffee, Freunde, genießen die Aussicht über die Stadt und dann geht's zum Stadion. Vielleicht erinnert ihr euch, hier war ich mit Matti an Silvester, Freunde. Haben wir in dem Hotel übernachtet. Okay, ich muss leider doch hier unten was trinken, Freunde, weil die haben einen Dresscode und die haben mich wegen der Elevate-Hose, die meinten, nee, damit darf ich nicht hoch. Geil, dann chillen wir kurz hier unten und dann gehen wir noch ins Meer, weil hier schaut sowieso auch ganz cool aus. Hocken wir uns da hin einfach. Hier. Oder dort, ist auch ganz nice. Da sieht man auch den Pool ein bisschen. Da hinten ist der Strand. Ah, mein Gott, ey. Wenn es um 22 Uhr abends wäre, würde ich es ja verstehen, aber doch nicht um 18 Uhr. Geil sieht denn das aus? Hier kommt die ganze so Rauch aus der Bar geströmt. So, ich habe ein Herz, Leute, in meinem Schaum. Ich gönne mir den jetzt. Ach, und übrigens, ich habe das so heftig gefühlt, Freunde, das Debüt von Nader Jindawi, dass er sogar die Eier hatte, beim Elfmeterschießen anzutreten, und hat auch das eine Tor noch eingeleitet mit dem Seitenwechsel. Wirklich zu krass, Alter. Mit 27 hat er es noch geschafft, Profi zu werden. 10 von 10. Mein Tipp für das heutige Spiel lautet 3-1 für Barca. Ach, ist das schön, hier die Meeresbrise ein wenig einzuatmen. Es gab in den letzten Tagen vermehrt Berichte, dass Bayern Araujo verpflichten möchte, aber er hat ihnen anscheinend schon abgesagt. Er ist ein Publikumliebling bei uns und ganz ehrlich, ich halte den Wechsel auch für viel zu unrealistisch. Genauso auch andersrum, Kimmich zu Barca wird auch nicht passieren. Ey, wie episch sieht das eigentlich gerade aus? Da laufen auch schon die ersten Fans Richtung Stadion. Und genau hinter dem Palast, Leute, bei diesen Lichtstrahlen, das ist nämlich das Flutlicht vom Stadion, müssen wir jetzt hin. Ist schon ein kleiner Hassel hier hochzukommen, weil man die ganzen Treppen hochlaufen muss. Aber es lohnt sich, denn man sieht auch von hier die ganze Stadt. Wenn alles nach Plan läuft, soll Barca in weniger als 12 Monaten schon wieder ins Camp Nou umziehen. Sorry? Can I ask you maybe for your predictions for YouTube? 3-1, Barca, Lewandowski, 3 goals. Oh, really? Hattrick, yes. Would be nice. Really nice jersey, it's from 6-2 season, right? Yes, yes. Nice. Jetzt laufen wir hier auch noch durch so einen Mini-Park. Würde mich aber heute auch extrem freuen für Robert, wenn er den Knoten platzen lässt, weil der hat ja seit September nur 2 Tore für uns gemacht. Ist ein bisschen in einem Loch. Und ich glaube, der Junge war auch Pole, Digga. Deswegen hat er auf Hattrick Lever getippt. Das schaut hier so chillig aus bei Nacht. Und hier ist es, das wunderschöne Olympiastadion. Oh yeah. Da sind die 2 Söhne. Der eine ist Barca-Fan, der andere Girona. Und in 38 Minuten ist Ampfiff. Barca startet heute mit ihrer absolut bestmöglichen Top 11.
Felix, Lewandowski vorne mit Rafinha, Pedri dahinter mit Gündogan und Frankie. Cancelo auf links, Balde ist aktuell eher auf der Bank, Leute. Araujo als Innenverteidiger, Koundé rückt nach rechts. Christensen ist auch wieder am Start, weil Inigo Martinez ist verletzt, genauso wie auch leider Ter Stegen wegen der Rückenoperation. In Pablo Torres, seinem Vertrag wurde festgehalten, dass er gegen Barca nicht auflaufen darf, wenn die Mannschaften aufeinandertreffen. Aber bei Eric Garcia ist es egal und deswegen spielt er auch. Jetzt gehen wir aber rein, denn die Spieler müssen langsam zum Aufwärmen rauskommen. Da ist der Palast, den wir von unten schon gesehen haben. Und ein DJ ist auch am Start, der hier oben beim Balkon steht. Und es geht los. Momo! La, 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 la. Das Ding schaut so ein bisschen aus, als wäre es ein UFO. Okay, hat geklappt. Vamos. La, 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 la. Welchen Block bin ich? 135. Und die ersten Schritte. Ach, schön, Digga. Heute sitze ich auf der Haupttribüne. Da ist die Sicht auch deutlich besser als auf der Gegentribüne. Da habe ich beim letzten Mal einen Fehler gemacht beim Ticket kaufen, weil da war die Laufbahn so fett im Bild zu sehen. So, das ist genau mein Platz, aber... Creo que esto es mi asiento, no? Ah, está bien. Gracias. Ach, schon viel, viel besser als da drüben, als ich beim Clásico war. Von hier sehen wir sehr, sehr clean. Die Spieler müssten jetzt wirklich jeden Moment rauskommen. Ich habe hier ein paar Zuschauer getroffen aus der Schweiz. Immer sehr, sehr sympathisch. Was gibst du, Bruder? 3-1 für Barca. Oh, habe ich auch gesagt. Ja. Und du? Ja, ein dreckiges 2-1 in der letzten Minute. Alter, du spielst perfekt Hochdeutsch. Ja, Digga, komplett. Hier? Du wirst mich lassen, aber ich sag 2-0 für Tirol. Das ist ein bisschen was. Was suchst du hier, Digga? Okay. Bist du Real-Fan, ne? Okay. Jawohl, und da ist auch schon unsere Mannschaft. Frankie direkt sich, Araujo mit den blonden Haaren, Pedri. Oh, endlich ist der Zauberfuß wieder zurück. Gündogan, Cancelo, alle da. Vielen Dank übrigens, Freunde, dass ihr so heftig aktiv seid auf Instagram. Schaut mal, das letzte Bild hat einfach wieder über 90.000 Likes bekommen, wo ich nochmal die Collage hochgeladen habe vom Ballon d'Or. Gerade eben habe ich auch ein neues Bild gepostet mit der Trainingsjacke. Folgt da sehr, sehr gerne rein, Freunde. Wir stehen bei 808.000 Followern. Danke. Nachdem ich ein Bild gepostet habe, Leute, kommen sofort hier die ersten zwei Jürgenbürger. Haben mich entdeckt. Was sagt ihr heute? Ich sag 2-1 knapp für was. In der 90. Minute. Boah, okay, das wär nice. Ich sag 3-1 für was. 3-1. Ich nehme beide Ergebnisse, Leute. Hauptsache, wir verlieren nicht. Araujo, unser Gladiator, spielt heute sogar mit einer Maske. Und alle erheben sich, Leute. Die Hymne wird abgespielt. Barça, som la gent blaugrana. Una bandera es germana, blaugrana i vint. Barça, Barça, Barça! Geil gespielt auf Pedri. Dale, Pedri. Ja, Frankie ist frei im Rückraum, schön gesehen. Chip. Nein, 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 komm, nachsetzen. Kleber, Cancelo, Gündogan. Oh! Nein! Oh, Lewandowski, geht doch vorbei. Hey, immer noch gefährlich, was ist das für ein Kuddelmuddel? Komm schon, gute Aktion, direkt gut angefangen. Ole, ole, Barcelona, ole. Der kommt sogar an bei João Felix. Geiler Ballwechsel. Oh, Ecke, oder? Ganz ruhig das Spiel aufbauen, Jungs. Oh, da geht's schnell und direkt. Pedri, geil. Oh, oh nein. Oh, wie bärenstark beginnt bitte Barca dieses Spiel, Alter. Das war ja wieder eine traumhafte Kombination. Barca tut Pedri, Frankie und Gündogan, der Kombi so gut. Man merkt es direkt, diese Mittelfelddominanz ist da. Ja, Publikum auch. Barca. Nein, nein, bitte lieber Gott. Barca ist hinten so löchrig. Da reicht ein Pass in die Tiefe und sie gehen direkt quasi 1-1. Aber macht auch gut, wenn man mal in die Mitte legt. Einfach ein typisches sweaty goal. Scheiße, Mann. Kleiner Rückschlag, Alter. Wir haben eigentlich sehr gut begonnen. Ja, danke, ich nach vorne, aber hinten muss man auch konzentrierter sein. Rafinha verzögert. Felix auch. Barca! Felix! Oh, wird geblockt. Komm on! Vamos, 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 vamos! Weiter, weiter, weiter! Schnell, das 1-1 brauchen wir! Ja! Oh nein! Oh, Digga, Mann, Alter! Wie knapp ist das die ganze Zeit, Alter? Wir hätten schon 2 Tore locker machen können! Der kommt gut! Ja! Yeah! Jawohl! Let's go! Robert!
richtig schneller Ausgleich, Leute. 18. Spielminute. Robert Lewandowski. Vielleicht macht er heute einen Hattrick. Sehr geil. Robert. Ja. Oh. Alter, hier muss man voll aufpassen. Da kann man runterfallen. No, 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 no. Oh, I do Barcelona. Rafinha. Ah. Ganz, ganz knapp vorbei, Digga. Fast das 2-1 direkt. E Barça se supportes, sempre t'animare, ale, ale, ale. Die haben sich jetzt auch überhaupt nicht verwirren lassen vom 1-1. Oh mein Gott, was ein Ball! Boah, ich sag's euch doch. Aufpassen, Barça. Nach vorne hin, top bisher, hinten flop. Sie befreien sich wieder gut. Hinten raus. Schau mal, diese ganzen Schnittstellen, Pässe kommen alle an. Glück gehabt. Oh, es gibt sogar Ecke, der war sogar noch abgefälscht. Schießt mal noch drauf, Digga. Mach mal einfach einen Longshot, komm. Cancelo, der hat schon ein, zwei Finesse-Tore erzielt. Oh! Nein! 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 Bruder, was hat das schon wieder Felix mit Cancelo angestellt? Die zwei Portugiesen, geiles Duo. Ey, lass den doch nicht schießen, hallo. Viel zu frei auf der linken Seite. Das war nicht mal ein halber Meter. So heftig duselt für Barca, dass wir nicht wieder in Rückstand geraten. Meine Güte, die spielen das aber auch echt gut, ne? Man muss es denen lassen. Lieber Gott, warum tust du mir das an? Also klar, man kann auch Barca rumhacken, dass es zu schlecht ist, was auch mit Sicherheit stimmt in der Defensive. Aber Girona spielt es auch einfach richtig gut, Digga. Muss man anerkennen. Was war denn das für ein Traumtor? Alter. Aber er hat doch so viel Platz, aber das ist so viel Abschuss, Mann. Da kann der Torwart doch nichts machen. Es kommt sogar der Verteidiger mit. Boah, Mann, ey. Letzte Aktion in der ersten Halbzeit. Oh, 2-2 wäre jetzt so geil noch. Wer traut sich noch den Pass zu spielen? Pedri ist es! Mann, Digga, lieber fast sein Doppelpark. Das ist ein kleiner Chip-Pass von Pedri. Es ist Halbzeit. Die Girona-Fans da oben feiern. Barca kann sich 0,0 beschweren, dass sie zwei Tore kassiert haben. Aber sie müssen sich auch gleichzeitig ärgern, dass sie selber nur eins gemacht haben. Ich finde, das fast der Halbzeit zusammen. Viel Steigerungspotenzial nach oben und hoffe mal, dass Barca noch drehen kann. Tone schreibt mir auch, der Frechdachs, warum Girona so gut. Aber das ist wirklich bemerkenswert gewesen, wie die teilweise den Ball haben laufen lassen. Überragend. Was ist denn das für eine Statistik? Modric, Casemiro und Kroos haben zusammen 333 Assists. Und Messi schläft alleine mit 344. Oh, Felix mit Platz. Schön, Frankie, komm. Schieß einfach mal, Junge, schieß! Oh! Nein! Barca startet direkt mit Feuer in die zweite Hälfte. Kunde! Oh! Gündogan! Nein! Schieß, schieß! Oh. Mann, Digga, was ist denn los, Alter? Was ist mit unserem Abschluss, Leute? Der kommt, der kommt! Guter Mann, Mann! Der verstolpert! So, deine Pass! Alter, wieso greift dir niemand an? Hallo? Was passiert da? Ich raste gleich so aus. Habt ihr gesehen, wer die Flasche geworfen hat? Ey Leute, wir wurden ja eben schon so gedemütigt. Die machen bei jedem Pass, die Girona-Fans. Ole, ole. Alter, Mann ey. Wie soll man den Ball da oben flach halten? Steht gerade mal 2-1. Wir drehen es doch. Mann, die spielen uns echt teilweise schwindelig, ne? Wir haben viel zu viel Abstand im Zweikampf zu den Angreifern. Ja, komm. Oh!
Barca macht gleich einen Dreifachwechsel. Balde kommt rein, der 16-jährige Lamine Jamal und Ferran Torres. Ferran. Das ein Tor, glaube ich, für uns gemacht, ne? Okay, dafür ist er auch nicht gekommen, aber trotzdem. Da waren wir auf dem Stadion, wo gegen Real das 1-0 erzielt hat. Aber der war ganz knapp, Mann. Jetzt spielt der auf Zeit, der Torwart. Voll! Voll! Haben wir. Ja, Balde. Balleroberung. Lamine ist frei. Lamine. Kommt an. Ich raste doch gleich so aus, Mann. Wir wollen den Ball ins Tor tragen. 12 Minuten haben wir noch Zeit. So langsam verzweifle ich. Gerade eben hatte auch Girona 3 Minuten am Stück gegen uns den Ball. Die spielen gegen uns, als ob Guardiola deren Coach wäre. Wir schaffen es einfach nicht mehr, konstant gut zu spielen. Ein Spiel so, jetzt sind wir 3-1 zu Hause hinten gegen Girona, Leute. No front, aber das ist nur ein Leben. Hey, was ist hier los, Alter? Was ist hier los? Keine Ahnung, wie Iñaki Peña den rausgefischt hat. Was ist das? 4-1, Mann! 4-1! Ach, der hat ihn angeschossen, der hat ihm in die Fresse geschossen. War mehr Glück als Verstand. Ey, Leute, es ist... Wir brauchen ganz schnell ein Tor. 5 Minuten noch. Der sitzt nicht. Nein, es ist verflucht heute. Es soll nicht sein. Es soll einfach nicht sein. Hört genau hin. Ole, ole. Alter, es reicht jetzt auch mal irgendwann. Der muss jetzt eigentlich sitzen, sonst geht es gar nicht mehr mathematisch bzw. zeitlich. Drei Minuten noch. Schau mal, wie viele schon gegangen sind. Die haben gar nicht mehr dran geglaubt. Gündogan! Jetzt wird das Stadion noch mal laut. Vorwärts! Ja, Balde, komm! Vamos! Komm! Ole, Lamin! Na, kleine Finte, bring die Flanke! Nein! So knapp! Lewandowski, Mann! Boah, Digga, wie frei war der? Den kann er schon machen, ne? Oh mein Gott, hat er gechoked! Haben wir geile Grätsche, Frank. Oh, Fermin. Ey! Mann! Nein! Wir verlieren zu Hause 4-2. Wann war das letzte Mal? Jetzt mal ehrlich. Ich weiß, wir haben einmal 4 Dinger von Real bekommen, aber sonst? Von wem sonst? In der Liga 4 Tore zu Hause kassiert, Alter. Aber jetzt, natürlich am Ende ist auch egal, ob 3-2 oder 4-2, aber das ist halt... Oh, Pro, ey. Ich muss aufs Klo, Alter. Mann, ey. Leute, wisst ihr, ein Lewandowski in Topform hätte heute nicht nur ein Tor gemacht, sondern 3. Real Talk. Der hatte das 3-3 auf dem Kopf. Abpfiff. Er sagt gute Besserung. Also muss ich jetzt erstmal verdauen. Ich habe heute wirklich Hoffnung gehabt, dass wir voll ins Titelrennen einsteigen. Aber so haben wir es nicht verdient. Und ich hake auch gefühlt eine Stunde in der Liga ab. Es wird am Ende Girona Real Madrid machen. Klar, es ist jetzt nicht extremer Rückstand, wurde auch schon größerer aufgeholt. Aber Bro, Digga, also keine Ahnung. Am besten einfach auf Pokal und Champions League konzentrieren.
Aber so fliegen wir auch wieder im Achtelfinale oder Viertelfinale, aller spätestens raus. Stand jetzt wären wir Vierter in der Tabelle und Girona wäre Meister. Ja, moin, Digga. 2 Punkte Vorsprung vor Real. Kann eine titellose Saison werden. Ich will jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich bin ganz so heftig, Mel. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bewerten kommt nicht vergessen. Tschüss.